die Fahrt genießen. Es, ja. Man gleitet ja wie auf Wolken. Man hört nichts in Rolls-Royce, da hat man noch einen Sternenhimmel, ist alles wunderschön. Ja, das kann ich mir schon nicht vorstellen, wenn ich dann irgendwann 60, 70 Jahre alt bin. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, es wird wieder auf den Tisch geklopft und es gibt neue News, ganz, ganz neu aus dem Hause Maximilian betreffend der neuen Modemarke. Liebe Leute, es dauert einfach nur mehr bis Anfang September. Also genau zum Schulbeginn gibt es hier die erste Kollektion meiner neuen Marke MAM. Wie ihr wisst, es wird alles in Portugal produziert. Wir gehen den Next Step. Wir hauen hier wirklich High-Quality-Shit raus, ähnlich wie High-Fashion-Marken. Ich darf die Marke nicht nennen. Givenchy. In dieser Qualität sind wir unterwegs. Es gibt keine Merch mehr. Es wird eine eigenständige Modemarke. Wisst auf alle Fälle Bescheid. Deswegen seid gespannt, liebe Leute. Seid dran. Auch auf Instagram, MaxOBMe, da gibt es immer schon kleine Schmankerl im Vorhinein, um zu wissen, was da jetzt zukünftig abgeht. Aber ich will gar nicht mehr länger quatschen, liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Reaction-Video und zu einem weiteren Mal auf den Tisch klopfen. Wir reagieren wieder auf ein Video von Lion. Lion, an dieser Stelle danke vielmals, dass ich zu deinem offiziellen Zweitkanal werden durfte. Irgendwie erscheinen nur mehr Reactions von dir. Es wird kaum noch auf andere Fashion-YouTuber reagiert. Dementsprechend bedanke ich mich an dieser Stelle, dass du immer so wertvollen Content lieferst und vor allem auch Content, der mir ständig geschickt wird. Ich selbst komme selten darauf, auf irgendetwas zu reagieren. Das schickt mir ihr auf Instagram. Und diesmal habe ich wieder darauf reagiert. Also, ich werde jetzt drauf reagieren. Wie viel ist dein Outfit wert? 688.000 Euro Outfit von Prinz Markus. Das sind bestimmt einmal 600.000 davon rein Schmuck. Aber ich will gar nichts vorwegnehmen. Wir schauen jetzt einfach mal rein, was der Prinz Markus von Anhalt hier so anhat. Okay Leute, ich habe euch schon gesagt, wir haben heute einen Special Guest am Start und zwar Prinz Markus. Hallo. Was läuft bei dir? Erzähl mal. Ich bin jetzt gerade von Dubai gekommen, bin jetzt in Frankfurt, mache hier einen kleinen Abstecher und dann geht es weiter nach Ibiza. Im August dann nach Los Angeles, ja. Im September wieder Ibiza, Oktober wieder Dubai. No front an dieser Stelle und kein Bodyshaming, aber ich weiß nicht, der Gesichtsausdruck von Prinz Markus, der war immer schon so, erinnert mich an diese Hunderasse. Wie heißen die? Boah, ich bin schon wieder... Bin schon wieder auf einer guten Schiene unterwegs. Bist du deppert erst? November, Thailand und so weiter. Also erster Eindruck, den ich vom Outfit gewonnen habe, Dolce & Gabbana Shirt mit V-Ausschnitt oder mit so einem Radler-Zip. Es erinnert mich an diese Radler-Uniform. Wir sehen, er hat eine Iced Out Rollie am Start, ein paar starke Ringe und dann noch dieses Kreuz, auch Iced Out. Nur am Reisen. Nur am Leben genießen. Okay. Hab lang genug hart gearbeitet, jetzt kann ich aber Gas geben. Ja, so muss das sein. Sagt derjenige, der adoptiert wurde, wo hat der hart gearbeitet? Also anscheinend bin ich da nicht informiert. Muss das sein, auf jeden Fall. Ja. Wo wohnst du denn? Also wo ist denn dein Hauptwohnsitz? Mein Hauptwohnsitz ist in Dubai. Da geht auch meine Tochter zur Schule. Ja. Wunderschöne Stadt. Dubai Steuerparadies, ja. Die ganzen Emirate finde ich einfach geil. Ich habe am Anfang immer gedacht, naja, die Araber und Moslems und so, aber die sind total weltoffen und viel toleranter als wir sind. Und es macht einfach Spaß da. Es gibt so gut wie nie Polizeikontrollen, es gibt keine Kriminalität, man fühlt sich sicher, geborgen. Je weniger Polizeikontrollen, desto weniger Kriminalität, ist ja logisch. Wo kein Kläger, da kein Richter. Willkommen und eingeladen, es ist also wirklich sehr schön da zu leben, ja. Gut, genug mit dem Tourismusguide Prinz Markus von Anhalt, wann kommen wir zu den Outfit? In England. Okay, und in England ist auch noch sehr schön. Gut, das interessiert uns alles nicht. Schauen wir mal, wann wir zum Outfit kommen. Ein Gucci-Gürtel, da ist ein Koffer. Und ich habe auch einen Cartier-Gürtel und einen Hermes-Gürtel etc. Aber... Einen, einen Hermes-Gürtel. Hermes, das heißt Hermes. Wenn ich das T-Shirt aus der Hose draußen trage, dann habe ich die Erfahrung gemacht, vor allem bei meinen Dolce & Gabbana T-Shirts, dass ich irgendwann immer so ein kleines Löchlein hier drin habe. Genau, das kriege ich auch. Das krieg ich und auch deswegen kaufe ich mir eine Hose, die passt. Hier brauche ich gar keinen Gürtel. Und dann kriege ich auch keine Löcher ins T-Shirt, weil wenn ich dann drei Löcher im T-Shirt habe, die sind so klein, die kann man gar nicht stopfen. Ja. Und dann kann ich das T-Shirt wegschmeißen. Und wenn dann das T-Shirt von Philipp Lein 1000 Euro kostet und nach drei Tagen muss ich es wegschmeißen, dann tut das mir auch weh. Okay, was haben wir noch? T-Shirt. Ich glaube Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Er glaubt Dolce & Gabbana. Ja, die haben so eine Linie gemacht mit so einem... Zum Koala-Bär, ne? Ja. Dolce & Gabbana. Auch so wie die Schuhe, gleicher Preis ungefähr. Ja, schaut für mich einfach nach einem Kindershirt aus. Also es gibt einige, die Dolce & Gabbana feiern. Es ist auch angeblich jetzt wieder stärker, was die Designs betrifft, aber Dolce & Gabbana, absolut nicht mein Fall. Ja. Habe ich gekauft, gab es in meiner Größe, in der Dubai Mall. Ah, okay, da hast du Glück gehabt. Ja.
Wundert mich nicht. Ich wette, das Shirt haben sie noch in allen Größen verfügbar gehabt. Ja, genau. Oder da warst du vielleicht schnell dran. Naja, ja, es ist so, dass ich dieses, hat so einen komischen Stoff. Wenn ich das in Dubai trage, weil es da immer so warm ist, da schwitze ich wie ein Schwein. Okay, kommen wir zurück zu den Outfits. Cartier, Rolex, Tiffany, nochmal Tiffany. Weiß ich nicht mal, wer das gemacht hat. Oh, da müssen wir ein bisschen genauer eingehen. Lass uns mal bei dem Ring anfangen. Was war das nochmal für ein Ring? Das Schätzung, 5.000 Euro. 15. 10, sagen wir 10. Gold in der Mitte. Das ist ein Cartier-Ring, der Cartier Panther. Cartier Panther, ja. Der ist speziell für mich angefertigt worden, weil den gibt es eigentlich nur für Frauen. Und in meiner Größe gab es ihn nicht, haben die den extra. Ja, genau! Weil es den nur für Frauen gibt, haben sie ihn extra für ihn angefertigt. Der hat einfach ein Wurstfinger-Frauenmodell gekauft und sich den auf seine Schweinsfinger gesteckt. Ganz einfach. Die extra für mich gemacht. Ja. Und ja, seitdem habe ich die. Habe ich aber jetzt schon 10 Jahre. 10 Jahre schon? Ja, ja. Und was sind das für Steine? Das sind Diamanten. Ah, Diamanten. Geil. Er wollte einfach wissen, was für eine Art von Diamanten das sind und fragt, was sind das für Steine? Ja, Diamanten. Das ist so, wie wenn du deine Freundin fragst, was fährst du für ein Auto? Und sie sagt, ein rotes. Ja. Komplett. Und schwarze Diamanten. Schwarze Diamanten, ja, gibt es auch. Natürlich. Wow. Schwarze Diamanten sind teurer als weiße. Und rosa Diamanten sind noch teurer. Und am teuersten sind die blauen Diamanten, dass ihr das mal wisst. Ah ja, okay. Ja. Danke dafür. Was hast du denn bezahlt für den Ring? 90.000 Euro. Fuck! 90.000 Euro. Wahnsinn. Für einen Ring 90.000 Euro. Da kriegst du eine Wohnung drum. 90.000 Euro. Ja. Aber nichts im Vergleich zu der Uhr, das ist die Rolex. Die ist auch iced out. Was für eine Rolex? Was für eine Rolex ist das? Ist das einfach die Day-Date? Rolex Ice. Rolex könnt ihr Ice mal googeln. Rolex Ice wie ICE, wie der Zug. Ja. Ice. Da gibt es nur 100 Stück auf der Welt und die wurde damals mir verkauft. Zum Listenpreis konnte ich keine Prozente kriegen. Na, hätte ich noch nie gesehen. War 400 und 2.000 Euro. Aber kann ich heute auch für 500 verkaufen. Weil die hält immer ihren Wert oder steigt, weil sie halt limitiert ist. Es gibt nur 100 Stück auf der Welt. Wahnsinn, 400, 2.000 Euro. Sie haben, keiner kriegt sie, ich hab sie. 400, 2.000. 400, 2.000. Inklusive Manager in Deutschland. Und wir merken jetzt schon von der Hintergrundstimmung, jetzt kommt schon diese Standard 0815 Hintergrundmelodie, die Lion bei jedem seiner Videos verwendet. Ich bin ja mittlerweile Lion-Experte, ja, also von ihm her. Ah, okay. Und wo hast du die her? Ich habe einfach gekauft, bei Rolex. Ah, bei Rolex direkt? Ja. Und die sind auch komplett mit Brillanten oder Diamanten? Das sind alles Brillant. Ein Diamant ist ein ungeschliffener, ein Brillant ist ein ungeschliffener Diamant. Oder andersrum. Ah, okay. Also Diamant, das ist der, wo überhaupt nicht glänzt, aber der geschliffen. Okay, hier haben wir sogar noch Prinz Markus Werbung. Prinz Markus zeigt dir die Top Secrets, wie die Superstars ihr Geld auf Instagram verdienen und wie du es auch schaffst. Porsche Panamera, der Hammer! Schon relativ viel Werbung drin, lieber Lion. Ja? Also deine Videos kenne ich so normalerweise nicht. Wir haben hier, glaube ich, eine 3 oder 4 Minuten Gaming-Werbung im... Die habe ich euch erspart, ja. Dann haben wir zwischendurch nochmal Werbung. Jetzt haben wir hier nochmal Werbung von Prinz Markus von Anhalt. Also... Dann noch was da abgehen. So, und der hat, es gibt dieses Wellenblatt, Stifferblatt, bedeutet die Wellen. Und dann haben wir hier Baguette-Steinchen, da haben wir ein dreieckiges Baguette-Steinchen ganz oben. Ja. Und dann ist es auch, muss man wegmachen, ist auch die einzige Rolex, wo von Rolex tatsächlich das Band an der Seite... Er sagt auch immer Rolex, so als hätte das 2L. ...Seite auch ausgefasst wurde. Normalerweise sind hier die Schräubchen drin. Ja, ja, ich sehe das, ich sehe das. Jetzt haben die das aber... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da gefällt mir sogar die Uhr von Justin besser. Also ich finde, die schaut schon sehr used und alt aus. Gefällt mir persönlich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Was hast du denn bezahlt für die Kette? Die habe ich, von einem gekriegt. Dem habe ich mal 40.000 Euro geliehen als Sicherheit. Ja. Und er hat sie nie mehr abgeholt. Echt jetzt? Ja. Okay, also sozusagen 40.000 für die Kette. Ja, genau, aber die ist Mehrwert. Mehrwert, ne? Also die Kette nicht, aber das Kreuz. Ja, bestimmt so 100 oder? Ich schätze mal 70 auf jeden Fall. Okay, was haben wir noch? Also, lieber Freund, wenn du diese Kette bei Prinz Markus liegen gelassen hast, ich möchte dich an dieser Stelle nochmal dran erinnern, hol dir deine Kette von Prinz Markus ab, ihm passt sie eh nicht so gut. Ja, nicht vergessen, wir schenken nichts her. Wir haben nichts zu verschenken, wie Niki Lauda, hab ihm selig schon gesagt hat. Okay, dann Outfit haben wir, Leute, Gesamtoutfitpreis bin ich jetzt hier. 687.000 Euro, aber wie ich schon gesagt habe, das meiste davon ist Schmuck. Aber das Video ist erst bei 14 Minuten 24, das heißt, wir haben noch 8 Minuten. Entweder es gibt jetzt nochmal 8 Minuten eine Werbung für Coinmaster oder wir schauen, was er noch eingesteckt hat. Oh! Das ist ja schon eine Menge.
Das sind 20.000. Hier ist immer so meine Portokasse. Da sind immer 20.000 drin. Ja, da so. 10.000 in großen Scheinen und 10.000. Die 500 soll es ja bald nicht mehr geben, habe ich gehört. Ja, das ist mega schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Also ich finde die 500er irrsinnig nice. Ja. Dann habe ich hier noch Dollars. Für Amerika. Ja. Und also das ist so meine Reisekasse. Da habe ich immer noch Geld dabei. Ah, okay. Ich habe ja verhandelt, dass ich das Auto billiger kriege und das ist das quasi der Rabatt, den man. Ach so, den Rabatt, den du gespart hast. Das habe ich gespart. Und das kann ich jetzt verprassen in die Witzer, weil ist es ja eigentlich weg. Und es ist halt doch wieder gekommen. Und jetzt können wir es ja mit Liebe und Freude rausknallen. Wahnsinn, Freunde, das ist ein ganz anderes Fern. 100.000 Euro zum Verprassen. Ich würde mir mit 100.000 Euro einfach eine Wohnung kaufen und so mein Vermögen vermehren. Aber er hat die Kohle einfach zum Rausprassen. Okay, das tut dann auch nicht so weh, ne? Genau, dann habe ich wieder auf. Ja, okay, nice. Wie viel sind das ungefähr? 185.000. 105.000. Das ist eine Menge Bargeld. Aber das hast du ja gut gespart beim Rolls Royce, ne? Hab ich ja. Muss man ja kaufen, das Auto, wenn man es so günstig kriegt. Ja, okay, da kann man nicht weggucken. Nee, ja. muss man. Die. Haben die mich schön, die geben mir dann immer ein Gläschen Champagner oder zwei und dann kommt eine nette Verkäuferin und dann sagen sie, oh, Sie müssen hier nur unterschreiben, wollen Sie noch ein Glas? Ah. Und dann, ja, dann kommt der Chef vom Autohaus und dann verhandelt man mit dem den Preis und dann... Dann kommen wir ins Geschäft, ja, ne? Dann kann man nicht mehr Nein sagen. Die wissen schon, wen sie mich rumkriegen. Okay, wir sind beim Auto. Rolls-Royce, Raid, Black Badge. Alles ist schwarz, selbst Emily ist schwarz, alles ist schwarz gemacht. Emily. Okay, auch kein Glanz, sondern wirklich so ein matt schwarz, schaut schon sehr gut aus. Ich bin kein Rolls-Royce-Fan, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Mir gefallen die Autos nicht von der Form her, da finde ich Bentley schon um einiges geiler, kostet auch weniger. Aber der in matt schaut schon ganz nice aus. Erinnert mich aber ein bisschen an einen Phantom, ich meine, die schauen eh alle gleich aus. Oh ja. Und, schau mal, Sternenhimmel. Ah ja, jetzt. Na ja, klar, typisch. Man das leuchtet auch schön. Das ist einfach schön, weil im Rolls-Royce ist ja nicht einfach von A nach B kommen, das ist ja erholt, ankommen. Und die Fahrt genießen. Ja. Man gleitet ja wie auf Wolken und hört nichts im Rolls-Royce, dann hat man noch einen Sternenhimmel, ist alles wunderschön. Ja, das kann ich mir schon nicht vorstellen. Wenn ich dann irgendwann 60, 70 Jahre alt bin und nicht mehr mit schnellen und ungemütlichen Autos fahren möchte, dann kann man sich sowas vielleicht schon mal als Statussymbol zulegen für die entspannte Reise. Aber so in meinem Alter ist das einfach noch nicht meins. Ich glaube, das war schon so ziemlich alles, was uns Prinz Markus da präsentiert hat, abseits von sehr, sehr viel Werbung um seine Person. Schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu. Wie hat euch das Video gefallen? Wie gefällt euch der Schmuck, den er da präsentiert hat? Was haltet ihr von dieser ganzen Flexerei, was das Geld betrifft? Also ist schon verdammt viel Kohle, die der Typ da scheffelt. Aber es sei ihm vergönnt, immerhin hat er sich hart dafür adoptieren lassen. Liebe Freunde, das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht, Anfang September geht's dann los mit meiner ersten Kollektion meiner neuen Modemarke MAM. Seid auf alle Fälle am Start, wenn es losgeht. Hier verlinke ich euch noch ein weiteres Video und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf jeden Fall noch vorbei. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, wird's Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.